dahin. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Da geht's gar nicht lang. Scheiße. Also ich muss auf die rechte obere Kiste hin, irgendwie. Oder ich muss auf die linke oben, das schaffe ich doch gar nicht. Boah. Wow. Das war knapp. Wie kriege ich das jetzt hin? Ja, ne? Ja. Warum sind die eigentlich nicht, wenn man direkt vor denen steht? Das ist ja das Hallo, ich stand doch da gar nicht. Das ist etwas irgendwie komisch, dass man nicht gesehen wird, wenn die und rüber. Ach Scheiße. Der war scheiße viel zu schnell. Oh Gott, aber ich muss noch mal gucken, was eigentlich passiert, wenn man erwischt wird. Mal gucken. Antrunnung. Geht großer Alarm. Ganz schön viele, was? Der Kampf kann gar nicht gewonnen werden. Es soll einfach nur symbolisch unterstreichen, dass es aussichtslos ist. Drück einfach F12 und lade noch einmal. Ha, das glaubst du! Wollen wir mal sehen. Es passiert eigentlich, wenn... Dann bin ich als erstes dran. Oh, ich bin sogar als erstes dran. Ist doch, was ich machen werde. Nur mal kurz ausprobieren, was passiert, wenn man den Kampf gewinnt. Denn, ich will mir kurz ein Item, als wäre ich da wieder rausmachen. Megatod. Wenn man schon Item 8 gesehen hat, weiß man, was ich meine damit. Aber wenn man den Gegner festweise umbringen, was irgendwas passiert. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Bis gleich. So, da bin ich mal echt gespannt, ob das Spiel auch gegen solche Bugs gerüstet ist. Wir haben nämlich jetzt bla Altot. Und mal sehen. Weil ich habe gesehen, oder ich denke mal, ich spiele es auch gerade im Testmodus. Bla. Das ist übrigens die maximale Gegneranzahl, die hier vorkommen kann. Sind ob Markus wirklich als erster dran ist. Dumm. So, da sind wir wieder und klappen wird es wahrscheinlich nicht. Die Tentakel, aber die vier Kopf-Tentakler werden noch überleben. Weil die haben da 1000 HP. Ach, die Klappe. Die haben da 1000 HP und ja. Warum bist du das? Yes, gut. Bam. Ah gut, es sinken deren. Ja, jetzt habe ich nämlich so eigentlich, ich hatte das jetzt auch so eingestellt, dass die halt alle in die negativen Zustandsänderungen sinken. Auch das Ding, Headset. Und keine Sorge, ich werde das Ding übrigens, wieder aus dem Interview entfernen. Ich werde nur sehen, ob, Ritual auch mitgedacht hat, wenn man hier das Ganze umgeht und Schwinger. Boom! Tot, natürlich, wie ich bin. Ein Dorsack, das ist Erfahrung! Medizin, Balsamöl. Ich hab jetzt Level 17. Okay, er hat nicht gedacht. Ja. Er hat nicht gedacht. Ein Endlosschleifer am Kampf. Also okay, ich werde das im Job, das Item aus dem Inventar wieder entfernen und dann, wenn ich immer zu wieder erwischt werde, wenn ich das Ganze mit Klippen machen. Also bis gleich. So, ich spiele einfach mal wieder, einfach mal ausgetrickst und gucken, ob ich das, ob das geklappt hätte. Vor allem, dass Markwitz dann alleine kämpfen muss, ist etwas... Ach, warte mal. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit? Ich kann doch zwei Schritte nach vorne und dann warten. Oder? Und dann könnte ich mal überlegen. Und jetzt könnte ich eigentlich hier hin. So, jetzt müsste ich aber irgendwie mal... Ich komme noch gar nicht. Komme ich denn bitte jetzt? Wenn ich auch mal zwischendurch abspeichern könnte, ne? Kann ich jetzt... Nein, ich kann da gar nicht hin. Das gibt's doch nicht. Und da muss ich dann schnell genug rein. Mal gucken. Ah! Hallo, ich bin doch gar nicht erwischt worden. Was willst du denn? Oder ist das ein... Ach, das ist ein Direkt, glaube ich, erst wenn man nach oben geht. Das ist nicht gut. Oh je. Schafft man doch niemals so. Oder?
Ja, die da, und da, wenn ich da einstelle, dann, also da links oben, wo links neben den Tentakel einstelle, sind sie mich auch. Scheiße. Ein Schraubenschlüssel. Du kannst ihn in das Getriebe klemmen, in die andere Raumecke werfen, lieber in Ruhe lassen. Was passiert, wenn ich das ins Getriebe klemme? Mal probieren. Was ist das? Ah, geil. Also das bringt schon mal nichts. Wir müssen in die andere Raumecke werfen. Gut. Vielleicht kriegen wir dann einen kleinen Vorsprung. Oder so. So, Schraubenschlüssel in die andere Raumecke werfen. Bomm. Komm, komm. Ein Schraubenschlüssel. Und was machen wir nun? Na komm. Wir werden ihn einfach so lange anstarren, bis uns etwas einfällt. Ein echter Husarenrät. Der hat 50 Erfahrung. Ja! Okay. Gut. Das hört total. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so einfach geht. Warum habe ich diesen Raumschlüssel nicht wieder benutzt? Bin ich doof? Unser Bocker Lutner geht mit gutem Beispiel voran. Jetzt liegt's an mir. Och nö, das muss ich auch noch schnell machen. Alle Wetter. Ich bin aber auch famos in Form. Bei 50 Erfahrung. Auf geht's. Rockraff. Oh, schneller, schnell, schnell. Puh, so schnell bin ich noch nie getippt. Sollte ich noch einmal ins All fliegen, werde ich geschwitzte Kleider tragen. Der 50 Erfahrung. Yay. Warum machst du einen solltest du? Na egal. Ach so, jetzt. Die Siegers Auge mich nicht erblickt. Ich werde fliegen und sehr geschickt. Wie geil. Oh je. Die gesamte Party hat es an Bord geschafft. Es macht noch einmal 100 Erfahrungen auf das stolze Heldenkonto. Yay! Ach Gotti. Ach, schön geschafft. Ich muss noch was hinten drauf. So, da bin ich wieder. Puh, was für eine Aufregung. Aber immerhin sind wir an Bord gelangt. Also er flüstert. Wenn wir dann gehen, das Schiff in unsere Hand zu bringen. Wahnsinniger, haben Sie Vulkanus Wandlung vergessen? Wir will mit Essen so vom Wachen. Ruhm ist dir nicht zu ernten. Heimlichkeit ist oberstes Gebot. Wir müssen Herrn Professor nachsehen, dass Herr Professor leider nur wie ein Zivilist denken versteht. Ja, es ist die Zeit für einen tollen Husarenstreich. Hehehehe, ja, dazwischen die Gegner fahren. Gar nichts, wirst du Schatz. Was der Professor sagt, ist durch und durch vernünftig. Bin nur kein Pantoffelheld, der sich seine Reiterangriffsallüren verbreiten lässt. Du willst also einfach so dein Leben riskieren. Du willst dich von meiner Seite reißen lassen. Am Alleintäubchen. Na gut, wir richten uns nach dem Professor. Danke, Schatz. Ja, ja. Ich kann mir schon denken, warum die Generalität keine Frauen in der Truppe duldet. Also, auf, liebe Freunde. Suchen wir uns in aller Heimlichkeit ein stilles Plätzchen für die Reise. Mir dünkt, die Heimreise wird ein Quell der Gefahr. Naja, stilles Plätzchen suchen. Nicht in die Wachen hineinlaufen. Befehlssage ist eindeutig. Oh je. Na gut, ich kann auch speichern. Das heißt, ich mache erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play. Die Reise ins All. Auf Wiedersehen.